folge dir mal, ganz unauffällig. Vor allem kannst du da eine Zweihand üben. In diesem Vieh. Kommt huch. Nicht näher. Hier ist ein Geist. Ah, jetzt, wenn man kämpft, hat man die Anzeige. Oh, Alter, was machst du? Leg dich direkt mit den Viechern an. Ja, ich zerfick dich, ich kann mich doch heilen. Na, nicht ohne Magiker. Hier ist ein Geist, guck mal. Ja, den müssen wir jetzt gleich anquatschen. Loote die doch. Was ist gleich drin? Hä, hab ich doch gemacht. Ja, den müssen wir jetzt anquasseln. Hört auf meine Worte. Ihr gefährdet mehr als euer Leben, solltet ihr euch nähern. Was seid ihr? Ein törichter Geist. Ach. Mein Ehrgeiz hat mich tief sinken lassen. Doch ich werde nicht erlauben, dass es anderen ebenso ergeht. Das Buch vor euch trägt einen schrecklichen Fluch. Genau wie zwei weitere. Ihr könnt doch hören, wie es nach euch ruft, oder? Nein, ich höre nur euch. Aber wie nur? Seid ihr stark genug, um ihrem Ruf zu widerstehen? Offensichtlich. Könnt ihr sie zum Schrein bringen und beenden, was mir nicht gelang? Hört auf meine Worte. Das verbotene Wissen in diesen Büchern ist nicht für diese Welt bestimmt. Sie müssen vernichtet werden. Das ist jetzt aber eine neue Quest. Das hat nichts mit den anderen beiden zu tun. Sagt mir, was ich tun muss. Der Fluch, der auf jedem der Folianten liegt, ist dazu gedacht, dem Reich des Vergessens Seelen zu. Oh, ich habe auch mal meine Punkte geskillt jetzt, ne? Doch wenn es einem gelingt, sich ihrem Ruf zu widersetzen, kann man die Folianten sammeln und oh, hier liegt was. Reinbringen, um sie dort zu vernichten. Ja, das sind diese Bücher, die wir brauchen. Von Kenartis Rast, jenseits der Stadt Mistur, ja, lass trotzdem erstmal das mit dem Tempel machen, würde ich sagen. Solltet ihr alle Folianten sammeln, bringt sie unverzüglich zum Schrein. Ja, ja, alles klar. Die anderen hast du gesagt? Will ich nicht was. Muss ich, hab ich. Du meinst hier mit anderen Skillpunkten? Ja, dein Leben und Mana und so erhöhen. Was? Was ist das? Nehme ich. Wartet. Ich wollte doch nur etwas schützen. Hab ich nicht zwei Waffen? Nee, ich hab nur eine Waffe, ne? Du musst auf C drücken. Dann kannst du halt dann dein Leben und so erhöhen. C? Ah, Bingo, sag das doch. Ausdauer? Leben? Leben. Ja, aber dir will ich Leben und Ausdauer machen. Glaube ich. Magiker brauchst du, glaube ich, nicht so viel. Mhm. E? Ups. Okay. Ja, passt. Los, auf zu den Minen. Tempeln, meine ich. Verdammt. Hätte ja klappen können. Ja, hier ist jetzt zwar auch noch so ein Quest-Ding, aber das machen wir später. Ich will jetzt erst in die Umgebung. Die sind aber ganz schön weit weg, die Dinger, ha? Oh ja. Nee, Quatsch, sind noch nicht mehr so weit. Wir laufen einfach mal weiter. Oh, davon ist Eisenerz. Ich will mal ganz kurz gucken, ob man in dem Kronenshop für 500 irgendwie einen Mount kriegt. Das wäre ziemlich cool. Okay, ich glaube nicht. Einen Augenblick bitte. Was? Was will die denn? Die hat mich angelabert. Oh, für 900 bitte, könnte man sich immerhin ein Pferd holen. Das Leben meines Meisters ist in Gefahr. Wow. Boah, Alter, du rennst hier einfach durch und hast auf einmal 50 Quests an der Backe. Ich bin Teil einer Expedition vom Adlerstrand. Als wir den Tempel der trauernden Quellen erkundeten, haben wir die Toten erhoben. Ich bin eigentlich einfach weitergelaufen. Jetzt ist hier eine, die hat auch noch eine Quest in diesen trauernden Quellen. Vielleicht kann man die dann automatisch mitmachen. Hilfe bitten sollte. Also tue ich die hier? Ja, ich stehe ja gerade vor dir. Ja, du stehst bei mir da unten, vorm Felshang. Ja, hier ist aber eine Frau. Die hat mich gerade angelabert. Ja, das ist der Nachteil bei diesem Questsystem halt, ne? Das. Wo soll ich euch helfen? Zwei magische Schutzzauber versiegeln den Tempel. Die heißt auf jeden Fall Gardwin oder so ähnlich. Der andere mit dem einer Spinne. Wenn ihr die Untoten fern haltet, ja. Zeichen des Skorpions. Können wir gemeinsam nach Rorelion suchen. Wie wäre es damit? Ja. Ich bezweifle nicht, dass Rorelion. Das läuft ja mit daher. Aber wenn er da drin gefangen ist, dann müssen wir ihn rausholen.
Mein Meister und ich hatten nach dem Schiffbruch wenig zu tun. Als die Einheimischen einen Tempel erwähnten, dessen Brunnen nie versiegen, haben wir sofort Nachforschungen angestellt. Er als Ziel hat natürlich darauf bestanden, sie anzuführen. Ah, also habt ihr ihn schon getroffen. Mein Meister nennt ihn Alt. Ich habe Armschienen gefunden. Wegen irgendeines Experiments, das vor vielen Jahren fehlgeschlagen ist. Der trauernde Stein, den... Oh, ohne Witz, die labern einen zu ohne Ende. Das ist ja fürchterlich. Ja, deswegen, ich überspringe das meistens. Und guck mir dann ich einfach den Tempel der trauernden Quellen entdeckt. Und guck mir dann... gar nicht da bin. Warte, lass mich den looten. Schmetterling, Schmetterling. Nom nom nom. Ich will dich nicht anbrabbeln. Rune! Was? Hier ist eine Rune. Oh, war eine Rune. Sorry, jetzt hab ich sie. Warte kurz, ich habe Armschienen bekommen. Die muss ich ausrüsten. Warum hast du Armschienen bekommen? Das ist nicht fair. Warum? Weil ich cool bin. Eure Effektivität im Kampf zu erhöhen. Was? C? Hab ich doch schon. Ach nee, ich bin nochmal ein Level aufgestiegen. Ja, du bist Level 4. Ich auch, ey. Okay, cool. Mehr Schmetterling. Insektenstücke. Betrete den Hof des Tempels. Das ist für höher bedacht. Warte mal ganz kurz. Ach nee. Okay. Ich würde ja gerne mal mit zwei Waffen kämpfen, wenn ich zwei Waffen hätte. Warte ganz kurz. Nein, hier ich habe nur noch eine Zweihänder. Ne? Bitte? Hier ist Himmelsscherbe. Au, gib mir. Weil ich glaube, jetzt wird's grad... zu wissen, was es mit diesen Himmelsscherben auf sich hat, müsstet ihr das Info gucken. Das ist einfach wie ein Spawnpunkt, man kann es ja eben erklären. Wenn ihr halt stirbst, dann spawnst du halt nein, da wieder. Nein, das hat ja auch noch was mit deinen Skills zu tun und so. Da hinten ist noch eine Rune. Upsa. Ja, ich will erst diesen komischen Knecht töten. Rune! Eine Machtrune. Wie, wo sind denn überall, wo siehst du überall diese Runen? Die stehen hier rum. Einfach so in der Gegend. Wie sehen die aus? Hast du noch nie eine Rune eingesammelt? Nee. Welches Level warst du? 7. Echt? Ja. Wie süß. Wo bist du? Ach da. Das sind so komische Stein... so kleine Steinklotz-Dinger, die dann in der Mitte leuchten. Ganz viel Zeug. Hast du zufällig noch eine Einhandwaffe, die du nicht brauchst? Ja. Magst du mir die vielleicht geben? Ja, Moment. Weil ich habe nur eine Einhandwaffe. Bleib doch stehen. Kann ich, sorry, deswegen kann ich nicht mit zwei Waffen Gedöns aus erweitern und so. Muss ich dir jetzt irgendwas anbieten? Ah, ich habe Schuhe. Mir ist es egal. Gib mir, keine Ahnung, 10 Gold oder so, fertig. Ich habe ja meine. Hast du jetzt mein Kaufgeld bezahlt im Endeffekt? Ich kann dir kein Gold geben, offensichtlich. Auch unten auf das Goldding klicken. Gut. Jetzt? Keine Ahnung. Ach so, unten. Draufgehen, Angebot unterbreiten. Ach so, okay. Oder was auch immer. Ja. Boah, Alter. Juhu! Endlich. So muss das aussehen. Ich bin schon froh, dass wir endlich mal kämpfen können, Alter. Ja. Ich konnte meine tollen Fähigkeiten noch gar nicht ausprobieren. By the way, der Part ist eigentlich schon wieder viel zu lang. Weißt du, wie schlimm, cutte das einfach spät. So, also, machst du eine Playlist draus, fertig. Das sagt sich so einfach. Glaub ich, nervig bei so einem Spiel, bei jedem Part immer Hallo und Tschüss zu sagen. Das hast du bei Borderlands auch schon gesagt. Ja, ich finde so Sessions, dann kann man einzelne Sessions machen und dann ist es doch wesentlich angenehmer, finde ich. Ihr seid so. Oh mein Gott, was ist das? Kunstvoll gefertigt. Oh Gott.
Kehrt um. Ihr seid hier nicht willkommen. Was seid ihr? Ich bin, was auch immer ich sein möchte. Ich wechsle den Körper wie die Hochelfen ihre Kleidung. Auch wenn die Leichen in diesem Tempel meine Garderobe etwas einschränken. Was schert es euch? Warum dringt ihr hier ein? Wir suchen nach einem Mann. Ah, der Name meiner jüngsten Gewandung. Sein Fleisch hängt etwas schlaffer ab. Aber die Kraft in seinen Knochen erinnert mich an meine Jugend. Und die Roben. Ich hatte ganz vergessen, wie sich Seide auf neu gewonnener Haut anfühlt. Okay, der ist echt creepy. Betrete diesen eventuell, ja. Selbst. Was für eine lobenswert aufrechte. Er ist geplatzt. Euch bin ich ganz sicher. Hä, wo bist du hin? Was Aurelion angeht, in ihm zeigt man sich am besten. Wo bist du? Ach, wir sind noch nicht in der Gruppe. Hä, doch, sind wir. Doch, aber hä, wenn ich hier reingehe, sehe ich dich nicht mehr. Ja, weil, warte, ich sehe dich jetzt auch nicht mehr. Du musst kurz warten. Nein, du musst einfach reingehen. Ja, aber ich war noch nicht fertig mit dem Questing-Punkt. Ich sag ja, das ist scheiße mit diesen sich verändernden Welten. Ach, da bist du wieder. Tada! Ja, das ist halt Phasing, das ist normal. Sieht aber schon cool aus. Auf jeden Fall, ja. Wenn du nochmal so eine Rune siehst, dann sag mir mal Bescheid, damit ich auch mal weiß, wie die aussehen. Jo. Okay, das Skelett können wir töten, das ist Level 4. Genau. Wartet. Ja. Oh, da hab ich eingefroren. Das hab ich getan. Ich hab keine Ahnung, was ich getan habe. Ich hab Level 5 bei leichter Rüstung erreicht. Aua. Ey, tut mir weh. Und die Olle jetzt, aber bleibt sie stehen. Ach stimmt, wenn die weniger Leben hat. Das ist dieses Leben entziehen Gedöns, glaube ich. Was? Was ich gerade die ganze Zeit gemacht habe bei dem komischen Kerl. Ich konnte das erst nicht zuordnen. Wo bist du? Ah, hier. Ich bin direkt neben dir. Aber wie Eisenerz aussieht, weißt du, oder? Ja, ja. Oh, das ruckelt so. Schatür! Nein, hier ist noch einer, der kämpft. Er klaut uns EP. No. Ich geh jetzt einfach mal hier rein. Ja, Mann, wir müssen uns beeilen. Oh. Durchsuchen. Dietriche. Katakomben öffnen. Was? Kann ihn nicht öffnen. Ich auch nicht. Warum können wir das nicht öffnen? Wow, hier vorstehen Dudes. Weil wir im Kampf sind, oder was? Oh, geh weg da. Oh. Das voll gut. What? Nicht mich. Oh, ein Eisendolch. Ey, gib mir das doch. War toll, ein Schild. Nee, ich kann die nicht öffnen. Untersuchen den Zerstörer. Okay. Also irgendwas, vielleicht sollten wir uns jetzt mal ein Ziel setzen und da auch mal hinlaufen. Weil irgendwie sind wir anscheinend noch nicht da, wo wir hin sollen. Weil die komische Trulla uns hier abgehalten hat. Doch, wir müssen auf an den Enden von diesen Tempeln. Guck doch mal. Vorsicht! Guck, wir müssen einmal an das Ende hier hoch und dann einmal an das andere. Okay. Ja, warum sieht der aus wie ein Skelett? Weiß ich nicht, vielleicht ist er verflucht. Oha. Oha, krass. Die Spinne webt ihr Netz um ihre Beute. Dieser Schutzzauber wird uns nicht lange abhalten. Ah, okay. Jetzt fängt sie an zu zaubern hier, oder was? Ja. Oha, hier kommen mal übel viele Leute hoch. Wow. Voll die Gruppe hier. Okay, das war's erstmal, glaube ich. Auf die andere Seite einmal, oder? Nee, wir müssen die Ach doch, hat sie schon? Ja, okay, dann auf die andere Seite. Ui. Meiner.
James. Grüße. Meins. Alles meins. Was denn? Nee, können wir auch nicht rein in die Katakomben. Aber müssen wir gleich, denke ich mal, erst. Ah, den kann ich looten. Meins. Was? Nur zwei Gold drin. Voll viel so. Und auf geht's. Skorpionengift fließt durch ihre Beute. Ich werde den Schutzzauber unterbrechen. Ja, jetzt müssen wir in den Tempel rein. Aha, jetzt können wir das wahrscheinlich auch öffnen, ne? Ja, genau. Warte nicht so schnell. Nee, ich warte hier auf dich.